Da bin ich auch schon wieder. Ja, wir waren bei unserem kleinen Problem stehen geblieben. Die kleinen Probleme des Alltags, will ich jetzt mal sagen. Obwohl, so klein ist das Problem auch nicht. Das für mich, also. Ja, obwohl, wir sind ja schon sozusagen am Ende der Kampagne, also ich weiß nicht, wie es noch. Ob das noch weitergeht. Wäre natürlich total genial, wenn es noch weitergehen würde. Aber ich glaube nicht. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also. Aber ich werde mal gucken. Wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken. Achso, ja, genau. Unsere Route hier. Unsere Weihnachtsroute, ja. Ach, ich dachte schon, hier wäre es verstrahlt. Ist es aber nicht. Eigentlich, wenn man sich so überlegt, sind das geile Ideen, wie man die. Achtung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Ja, das kann warten. Eigentlich, es ist eine ziemlich geile Idee, wie die hier die Bewässerung, also wie die hier die ganzen Felder bewässern, hier, dass eben Streben über die Felder gebaut werden und dann immer so eine Geräte langfahren, die Wasser rauswerfen, also rausschießen, gleichmäßigen, regelmäßige Abstände Warnung. rein. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Mann, stört doch keinen. Los, du Windrad, dreh dich nicht. Mir ist nie aufgefallen, dass sich hier das Windrad dreht. Okay. Aber das hält mich nicht davon ab, weiterzumachen. Haben wir jetzt eigentlich schon die erste Ladung? Ja. Haben wir. Dann brauchen wir nur noch unser Sushi. Unser Sushi. Unsere Säuse. Natürlich wird dieses eine Feld da, was ich da habe, dieses eine Gemüsefeld da nicht ausreichen, das ist ja klar. Das ist klar wie Kloß. Früher. Oder klar wie Wodka, wie man es auch nennen will. Aber eins ist trotzdem immer noch klar, dass das nicht reichen würde. Deswegen erstmal hier die 5 Felder und dann noch eine Ladung, noch eine Ladung. Wo ist die nächste Ladung? Hier ist die nächste Ladung. So, mal gucken, ob die ein bisschen schlauer geworden sind. Ja, okay. Weil damals war ja die automatische, ja, wie nennt man das eigentlich? Das automatische Produktion vollständig. Na, egal, jedenfalls. Ach, ist ja auch egal, ich sag das jetzt nicht. Das ist auch eigentlich eine geile Sache. Wenn man so, das ist das hier zwar gerade nicht, aber mir kam gerade so die Idee, dass man hier die ganzen Felder automatisch abbauen kann, wie eben hier, dass so eine Schere vorbei fährt und alles so absägt und gleich mitnimmt. Und die ganze Elektrizität wird von Solarzellen, die hier in der Mitte sind, gewonnen. Ja, sage ich jetzt mal so. Mir fällt gerade auf, die Stadt hat einen komischen Namen. Omikron. Omikron. So, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Aha. Oh, okay, das ist laut. King und Karriere, ja genau. Nein, Kind und Karriere mache ich diesmal nicht, denn ich brauche ein Stechen in meinem Herz, so viel Minus. Das war jetzt mal hier so.
neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Yahoo! Ich sage Yahoo, was sagt ihr? So, Glas kann wieder herstellen? Ja, meine Güte, was für Wunder. Was für Wunder ich mir doch hier vorstelle. Was haben wir denn eigentlich? Kupfer und... So, nein, ich brauche ja nur Steinbruch. Nein, wie nennt man das denn? Verdammt, ich komme nicht auf den Namen. Ja, okay, 10.000 Tonnen Kalkstein. So wie es eigentlich sein soll, ja. Sehe bei der Herstellung kein Problem. Nur mit der Energie schon wieder. Seamus Green spricht im Fernsehen. Sagt, unser Einsatz ermögliche unseren Enkeln ein besseres Leben. Glaube ihm. Ah ja, gut zu wissen. Ja, Sand ist auch bald nichts mehr verfügbar, weil noch eine Sandstelle, Flussbauplatz, frei ist. Deswegen. Aber das muss ich ja auch im Moment nicht machen. Du bist... Ja, genau, okay. Dann lasset uns es errichten, so wie wir es noch nie errichtet haben. Eine prunkvolle Mine, die über alles hinausragen soll. Völlig falsch. Die Musik ist interessant, echt. Ich finde die total toll. Hast ein gutes Gespür, was die Bewohner dieser Stadt brauchen. Wie viele Etagen sind das eigentlich? Ich sehe total gerne die Etagen, ich weiß nicht warum. Sieht man das von hier aus ungefähr? So eins... Hat er einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich würde mal sagen fünf und die haben hier eins, zwei, drei. Obwohl, die haben vier, dann müssten die eigentlich... Wenn man jetzt von Größenverhältnis gehen müsste... Moment mal, da sieht man es besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, die haben 7 Etagen. Hier diese Bildungscluster, Cluster, was auch immer. Ist natürlich viel, viel mehr. Und seht euch dieses Plus an. Meine Güte, ist das geil. Oh, ja, euch können wir wieder... In dieser Stadt geht es stetig bergauf. Das haben wir dir zu verdanken. Ich weiß. Hoho. Ja, Jutet Plus haben wir im Moment. Dann können wir einmal Glas herstellen. Ach nö. Oh, Energie ist auch Mangelware. Energetische Mangelware. Mal bitte. Die kräftige Plus. Wie viel braucht Glas jetzt an Holz? 5. Gut, das haben wir gleich. Ah ja, genau, die müssen wir dann errichten. Okay, gut. 1200, deswegen sollen wir auch hier. Ah ja. Das ist gut. Und wir haben 5, nein. Ganz schön groß diese Glasfabrik im Gegensatz zu diesen Häusern. Es liegt in unserer Hand, was wir aus dieser Stadt machen. Wirklich? Ach so, die müssen sich ja weiterentwickeln, meine Güte. Habe ich aber kein Problem mit, finde ich. Medien, also Kommunikation ist perfekt und Biokost ist wirklich toll, also. Es ist echt legendär. Ich freue mich gerade wie ein Toastbrot über dieses Ereignis. Ereignis und unsere Ökobilanz ist schon wieder über 100, also minus 100. Im Grunde genommen, eigentlich passt dieses überall gar nicht so wirklich. Dann, ich weiß es ja auch nicht. Oh, du stehst da einfach nur glücklich. Ja, 181.
Ja, dann müssen wir die nach und nach abreißen und das ersetzen. Wie viel haben wir denn hier? 559 von 1200. Ich habe im Fernsehen einen Bericht über die Lebensbedingungen bei Global Trust gesehen. Der reinste Horror. Naja. Global Trust sagt, die ihn leben in Bäumen, die sagen, die leben in den Kraftwerken. Warum nicht? Jeder hat seine eigene Meinung. Also die leben ja nicht wirklich in Bäumen und Kraftwerken, meine Güte, sie arbeiten dort nur. Produktionsstillstand. Das alles soll Handarbeit. Das sieht ja auch cool aus. Seht euch das mal an, diese Häuser hier sind verbunden. Miteinander ist mir vorher nie aufgefallen, dass die... Geil, die verbinden sich. Natürlich schön, wenn man am Balkon liegt. Zweck will mich auch so an. Kotze, an Müll. Aber das ist ja geil, die sind richtig verbunden. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich dachte wirklich, dadurch, dass sie wie Türme sind, dass die, naja... Unsere Ziele sind endlich in greifbare Nähe gerückt. Gut gemacht. Dass die eben... immer noch als einzeln gelten, als einzelne Gebäude, aber hier rücken die... Mensch, das finde ich ja genial. Das ist schön gemacht, jetzt muss noch das eine Häusli da aufsteigen. Los, komm, wir gönnen's uns. Was macht das eigentlich? Stellt das Bedürfnis nach Informationen und reduziert den Verbrauch von Lifestyle-Produktion für alle Eco-Wohnhäuser im Einflussradius. Ohoho, das ist ja gut. Und das sind so gut wie alle Häuser. Jedenfalls alle Häuser, die Kommunikation benötigen. Oh, und hier ist alles voll. Hör ich natürlich gern. Was, nur so wenig? Nein, komm, ihr werdet mehr. Da sind ja sogar noch einige. Eco-Arbeiter, wir können noch 11. Was fehlt? Was? Oh nein, hier ist falsch. Kann man sich das... Schade, hier kann man das nicht, oder? Nein. Meine Güte, warum nicht? Auch mal wieder hier. Was soll das heißen? Na gut, ich erforsche mal mit dem Schiff hier ein bisschen die Gegend. Wenn man das so will. Eine Bucht? Hier ist doch sicherlich was. Die Bucht ist doch nicht einfach so da. Genauso wenig wie die hier. Ihr seid schuld. Stellt euch mal vor, ihr wärt auf dieser Klippe gestrandet, also hier auf diesem kleinen Sandfleck und hinter euch die ganzen Klippen und der Rest nur Meer. Gut, das da hinten wäre weggenommen. Was würdet ihr machen? Das würde mich persönlich mal interessieren, was ihr machen würdet. Also was ich machen würde, das weiß ich selber nicht. Ich kann mich in solche Lagen irgendwie überhaupt nicht versetzen. Das ist für mich teilweise unmöglich. Ey, du hast hier was übersehen. Ich will, dass die Karte komplett ist. Und wie sieht's aus? 733, naja. Meine Kajüte. Super Mucke. Und unsere Bilanz 414, 15 und so weiter. Naja, und wie gut, dass niemand weiß, dass hier eine Atomrakete ist. Und da hinten noch eine. Die Einwohner sind ja alle da hinten und waren jetzt. War das eben Seamus Greenwood auf der Videowand? Ich hab da eben was.
Hier. Was ist denn das für ein Strahl? Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ziehen die Ozon an oder? Ja, aber jetzt so von hier aus. So guckt, dann sieht man das doch gar nicht. Moment, da ist eine Person. Mit einem Kopf in der Wand. Ist eine Frau. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.